Und da ist immer wieder. Immer noch nicht voll auf Schlag. Kann ich doch hingucken. Gut. Oh. Wissen wir, dass wir den Drop schon mal nicht brauchen. Du warst 20, ja. Ja, so ein Tanklass ist schon cool. Aber es ist ja overpowered. Das stört mich aber nicht. Übrigens heißt das auch, wenn ich kein Schiff bauen kann, da habe ich auf dieser Map dann auch keine Probleme mit Lichtsichtes, meine Lichis. Weil habe ich kein Schiff, sind die kein Problem. Und ich werde nie weit genug schwimmen, dass die irgendwie doof machen können. Alter, ich kann kein Schiff bauen, das ist echt zum Kotzen. Ich baue immer Schiffe. Die ufern immer aus. Ich baue da echt bis meistens bis an die Anschlagsgrenze. Ja, und so sowieso. Und hier kann ich jetzt gar keins bauen. Das nervt mich schon ein bisschen. Wahrscheinlich, wenn ich dem Kollegen da jetzt immer in die Rieb schieße. Akzent. Ach, danke. Schön, jetzt hat er mich auf die Idee gebracht. Vielen Dank. Hat jetzt Sinn, das, gell? Die tun wir noch da. Ich lade mal noch da. Ja, komm, wie viel hast du? Ja, 256. Land mal nochmal. Das ist jetzt dein Ernst? Landen. Komm, der muss sitzen. Guten Abend. Scheiße, da war was. Ich war gerade der Meinung, der frisst Dings. Der frisst ja Fisch. Treffe ich dich? Was macht das? Jetzt. Das ist typisch Hai. Das ist typisch Scheiße. Mann, das! Oh je, was ist verstanden? Komm her. Das ist schon ein bisschen was. Oshops gegen Megalodon. Unrecht. Oh.
Horror, wenn ich immer schon ziehen würde. Oh, solange er brav so stehen bleibt. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Abbau müsste man natürlich auch. Fahrtlos einen Megalodon zeigen. Vier Stück. Dann kommen wir mit einem Fliegervogel zurück. Ist ja grob. Jetzt ist mir gleich so weit auf Hause. Dann können wir noch auf die Jagd gehen nach einem größeren. Falls wir jemals wieder bei ihm ankommen. Kommt er uns schon der Fisch oder erfressen? Das weiß ich jetzt nicht genau. Dürfte jetzt eigentlich keine große Action sein. So. Das sieht doch gut aus. Wow. Neu? Albert. Stehst du auf Folgen? Ja. Dann komm mit durch. Hast du gut gemacht, Mojobs. Ich ist verlassen. Können wir noch den Sattel für den Bauer? Ja, dann ist es nicht Ende der Session, bevor bis wir dann wieder fliegen können. Warum habe ich eigentlich... Das klappert schon so alles. Und dann bleibt Neu Albert hier am Stützpunkt sitzen. Und wir fliegen mit dem Großen dann immer rum. Dass, falls dann immer so eine Scheißaktion ist, dass wir dann was haben, wie man, womit wir dann auch da nochmal hinkommen. Das wäre so mein Problem. Oh, da kann man bald wieder auf Tropjagd gehen. Aber dann alles ja doch wieder ganz gut hinkriegen. Dank einer Moshops. Das ist echt, also wenn alle Stricke reise, huckst du dich auf Moshops mit dem größten Gebäck. So bekloppt, wie es klingt. Moshops, wir haben die früher nur gezähmt für Eier. Wenn mir mal irgendjemand gesagt hat, dass Moshops so übertriebene Mega-Viecher sind, diese theoretisch sind schon ab Level 5 ran kannst. Man soll eben nicht nach dem Äußeren gehen. Wir nähern uns übrigens schon Folge 150, könnt ihr euch das vorstellen? Also gut, es sind noch 20 Folgen oder sowas, aber es ist schon schockierend.
warte mal, wer bist du da hin? Ah ne, ich habe gedacht, das ist 130. Das wäre mir jetzt egal gewesen. Ich hätte mir den jetzt geholt. Ah, der Albert ist schon am Level. Ja, den Level ich auf jeden Fall abwechselnd jetzt auf Leben und auf Bums Dings. Leben und auf Gewicht. Der andere macht Kamikaze. Sturzkampfbombe. Gut, weiter geht's. Mal Hans gleich geschafft, ich hab's mir Hans gleich geschafft. Später echt der Ruf eurer Rasse ganz weit hoch gehalten. Wie ich ja gerade gesagt habe, euch immer verlassen. Gut, Horst, die Deon, das war schon scheiße. Aber ansonsten. Dieses Adderns oder Derdons oder wie auch immer. Das ist eben mit diesem Heilbonus, wo die Hand, das ist eben scheiße. Mit einem ist es schon blöd und wenn du dann noch drei an der Backe hast, dann dafür konnte der arme Horst dir ja nichts. Oh, wir können bald Drops hier annehmen. Ein Dod. Wenn ich fliegen könnte, lass mal gerade gucken, kann ich erst irgendwie da hoch. Ja, da rum. Das ist doch der Strand, wo die Dadeons war, oder? Deadons. Doyadons. Wenn wir jetzt rüber schwimmen und greifen uns an. Wenn mit 5000 Level jubelt die uns nicht. Wenn Natte Pelangonis greift dann an. Das ist ja seine Beute. Das wäre doch schon cool. Richtig cool wäre es auch, wenn wir es in den nächsten 5 Minuten zum Stützpunkt zurückschaffen wird. Dann könnte ich nämlich dort gerade ein Folgenende machen. Und ja, dann könnte es dann munter in der nächsten Folge weitergehen mit wir jagen einen großen Pelangonis. Sagen mit dem könnte. Hätte, wäre, wenn dann. Oh, wir können dann ein bisschen Metallwände bauen. Das ist auch cool. Und wir sind dann bald wieder ein großer Pfad für Drops. Ja, ein Kühlo können wir uns zähmen. Oh ja, es ist schon ein bisschen was zu tun hier. Aber wir müssen auch weiter gehen. Hoch die Metallpfeilerbauer. Ich meine, Giga und so, die sind zwar alle ewig weit weg, aber man weiß ja nie. Obwohl, alternativ, ich gehe mal stark davon aus, solange wir nicht dort oben sind, sind die auch nicht, passiert dort auch nichts. Weil ich meine, der Nachschub ist ja auch erst draufgegangen, als wir hingekommen sind. Erlöser meint. Was habe ich gesagt? Ich habe Nachschub gesagt, oder? Okay, das klappt jetzt ein bisschen. Ey, wo angefangen? Es ist einfach vorbei. Das ist bestimmt echt, weil ich so viel Quatsch. Ich habe zu wenig Sauerstoff im Kopf. Oh, ist ja schön gelandet bei uns, ja?
Oh, komm, mach. Das ist echt anstrengend, auch mit der Schnauze. Wenn ich jetzt mal, wenn wir irgendwo gestanden und gewartet haben, Folgen, also Pause gedrückt hätte, waren wir jetzt wahrscheinlich erst in der Dienstagfolge. Da müssen wir dann noch links noch irgendwie hochkommen. Mir wäre wahrscheinlich der andere Weg viel schneller gewesen. Tja, das ist mal, weiß ja immer alles besser. So muss das hier sein. Ab links. Jetzt müsste man es aber gleich geschafft haben. Also viel schief gehen kann eigentlich schon nicht mehr. Zeitlich könnte es auch passen. Müssen wir irgendwie gar nicht dort, wo ich denke, dass wir es sein sollten. Nee, da unser Haus ist doch dahin dran. Ja, doch, das müsste passen. Wir gehen dann hin, hol uns den 140, ja? Oh ja, das wird der. Das wird schön, ja. Und logisch darf pausieren, der darf sich auch. Das hat er mehr als verdient. Das hat unser ganzes Zeug zurückgeholt, hat sich mit all dummen Kreaturen gekloppt, hat alles gewonnen. Demonstriert mir jetzt, dass du gar keine Ahnung haben, wo ich eigentlich bin. Och, mit Kriegen. Oh, ist der Wurf halt abgebrochen. Ich denke, mir holst du erst einen Drop. Na Albert, du bist gleich zu Hause. Logisch, du kannst dir echt Storys erzählen. Ich park dich neben dem Bodyguard, dann kannst du dem erzählen, was da so abging. Dann gehen wir dann drauf holen. Also baue einen Golden-Sattel und gehe dann drauf holen. Und dann holen wir den 140er Pelagonis. Gut, und ich würde sagen, jetzt habe ich hier auftankt, mache ich ein Folgenende, damit es dann direkt losgehen kann. Oder? Ja, ihr seht das genauso wie ich. Alles klar, dann bis gleich.